einmal muss ich mich herzlich bedanken. Carla ist Montag am Abend angerufen worden und ist hierher gekommen, weil Carla auch unter anderem von Elke Krasny vorgeschlagen worden ist, weil sie auch mit ihr schon sehr viel zusammengearbeitet hat und deshalb die perfekte Ergänzung ist. Für mich ist sie die perfekte Ergänzung. Wir haben auch schon mit Carla zusammengearbeitet. Sie hat dekoloniale Stadtspaziergänge gemacht, 3 Stück für die Grüne Bildungswerkstatt, die uns die Stadt in einem neuen Blick gezeigt haben und die wir auch gerne weiterführen werden. Deshalb bin ich sehr froh, dass sie heute hierher kommt und ein bisschen was über ihr Projekt Decolonizing Vienna erzählt. Herzlichen Dank, Carla. Okay, alles gut. Ja, herzlichen Dank für diese Einladung. Obwohl das alles so spontan ist, ist für mich eine ganz tolle Möglichkeit, erstens in diesem Rahmen zu sprechen, zweitens anschließend an 2 ganz spannende Vorträge noch sprechen zu können. Und bevor ich beginne, möchte ich die Gelegenheit nutzen, mich bei 4 Menschen zu bedanken. 2 davon sind hier anwesend und das finde ich besonders toll. Und der erste ist ja Friedemann Derschmidt und die zweite Person ist die Petra Unger. Ihr werdet dann sehen in meinem Beitrag und Vortrag, dass das, was ich von Friedemann und von Petra Unger gelernt habe, an die Art zu denken, zu gedenken und vor allem über Methodologien, auch in meiner Praxis sichtbar ist. Die 2 Personen, die nicht anwesend sind, sind Elke Krasny, hast du schon benannt, und Karin Schneider. Beide sind Frauen, die mich sehr geprägt haben in der Art zu denken, zu tun, kritisch zu denken und vor allem aktiv und aktivistisch sich in dieser Stadt zu betätigen. So, jetzt ist mir heiß. Gut, dann fange ich jetzt mal an. Also wir haben hier einen Titel, der auf Englisch ist. Viele sprechen uns an, warum wir einen englischen Titel gewählt haben. Erstens, die Gruppe Decolonizing in Vienna ist eine internationale Gruppe. Das heißt, Englisch dient hier als eine internationale Sprache oder als eine Sprache, die viele von uns sprechen und können. Zweitens würde ich hier gerne so dieses Decolonizing, warum ist dieses während, also Decolonizing und nicht Decolonize, so wie sich viele benennen, und in Vienna. Also erstens, Vienna ist die Stadt, in der wir leben, steht die Stadt, in der wir tätig sind, und zweitens, wir arbeiten aus der postkolonialen Kritik heraus, verwenden aber dafür dekolonialen Methodologien. Und die dekolonialen Methodologien sind deswegen so schön, weil diese Methodologien ermöglichen uns, unsere Gegenwart zu verändern. Und deswegen ist das Decolonizing. Ja? Gut. Wie ihr seht, also wir sind eine transdisziplinäre Gruppe, also, also 2 Künstler, Künstlerinnen, eine, die aus der Soziologie kommt, das ist die Marietta Mayhofer-Dieck, also genau, Carla Bobadilla, das bin ich, bildende Künstlerin und Forschende, also tätig in der Forschung und der Kunstvermittlung, Peter Haselmeier, bildende Künstler, Kulturwissenschaftler und auch Lehrer, was auch sehr wichtig ist für unsere Arbeit. Marietta Mayhofer-Dieck ist tätig in der Soziologie, Gregor Seidel, Politikwissenschaftler, und Marcela Torres Heredia kommt aus der Kultur- und Sozialanthropologie und ist eine Aktivistin in den verschiedensten feministischen Gruppen in Wien. Diese Gruppe hat sich im Jahr 2020 zusammengeschlossen und wir haben diese Gruppe gegründet. Die Gruppe in sich ist nicht
hat sich nicht im Jahr 2020 zum ersten Mal gesehen und gearbeitet, sondern wir haben schon Jahre davor mit solchen Auseinandersetzungen begonnen. Erstens im Jahr 2016 mit dem Projekt Geschichte einer Gasse. Dieses Projekt ging um die Geschichte der Julius-Meindl-Gasse im 16. Bezirk. Und nicht nur die Geschichte der Firma Julius Meindl, sondern vor allem die Prägung dieser Geschichte im städtischen Raum und die Verbindung zu Rassismus. Im Jahr 2017, im Rahmen von einer Lehrveranstaltung an der Universität für angewandte Kunst, ist die Idee der Spaziergang als kollektive Methode des Verlernens. Diese Idee wurde dann später aufgegriffen von Kolleginnen aus der Universität Wien, nämlich Gregor Seidel und Marcela Torres. Und sie haben mich und auch noch andere Kolleginnen zu einer Ringvorlesung zu dekolonialen Theorien und Methodologien. Und genau, anschließend, Jahr 2020, haben wir uns entschlossen, gemeinsam zu arbeiten. Mit dem Glück, dass im gleichen Jahr, am Ende des Jahres, bekam ich die Einladung von der Kunsthalle Wien an der Ausstellung Denk dir mal teilzunehmen mit anderen Künstlerinnen, unter anderem Martin Krenn, der sich auch über Jahre lang sich mit dem Karl-Lueger-Denkmal auseinandergesetzt hat und auch mit einem Call beteiligt waren. Ich habe dort eine einzelne Arbeit, meine künstlerische Arbeit, vorgestellt. Gleichzeitig habe ich die Kunsthalle Wien und die Kuratorinnen von der Kunsthalle Wien angeboten, eine weitere Idee, nämlich eine erste Kartografie oder Dokumentation problematischer Orte dieser Stadt. Mit dem Glück, dass sie das akzeptiert haben und gleichzeitig eine kleine Publikation finanziert haben, herausgegeben haben mit diesen problematischen Orten. Das Schöne an dieser Publikation ist, die Publikation ist für ein kleines oder für ein junges Publikum gedacht. Also wir arbeiten in der Vermittlung, aber auch in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Das heißt, in dieser Publikation sind Texte, die vermittlerisch funktionieren für ein junges Publikum. Jetzt würde ich Ihnen gerne zeigen, die Orte, die in diese Publikation oder die für diese Publikation dokumentiert sind. Viele haben heute über Karl Lueger geredet, über andere problematische Orte dieser Stadt. Ich habe über einen Monat in dieser Stadt fotografiert. Und 19 dieser Orte sind hier abgebildet. Wenn ich länger als einen Monat gearbeitet hätte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder 7, würde diese Broschüre wahrscheinlich so dick sein. So viele problematische Orte hat diese Stadt. Maria Theresia. Maria Theresia Denkmal und Maria Theresienplatz im ersten Bezirk. Karl Lueger Denkmal, erster Bezirk. Markus Omofuma Denkmal, siebter Bezirk. Columbus Denkmal oder Fassade, Columbus Platz, also erster Bezirk, Columbus Platz, zehnter Bezirk. Columbus Gasse, zehnter Bezirk. Theodor Billroth im Arkadenhof. Das Trümmerfrauendenkmal im ersten Bezirk. Rudolf Böch im Arkadenhof. Kaiser-Max-Denkmal im 13. Bezirk. Philipp-Siebold-Denkmal, 13. Bezirk. Karl von Hügel-Denkmal, 13. Bezirk. Tegethof-Denkmal im 12. Bezirk. Prinz Eugen Denkmal, 11. Bezirk, und jetzt der Kaiser Franz Josef
itself im ersten Bezirk, dem Palmenhaus im 13. Bezirk, Schmetterlingshaus im ersten Bezirk, Linnéplatz im 19. Bezirk, Heldenplatz, erster Bezirk und wieder das Arkadenhof an der Universität Wien. Das Naturhistorische Museum und die Figuren an der Fassade. Eine der ehemaligen Julius-Meindl-Filiale im ersten Bezirk. Die große M-Gasse im zweiten Bezirk. Und die kleine M-Gasse, die auch im zweiten Bezirk ist. Das Ganze, sowie diese Publikation auch, trägt den Titel Österreich kulturelles Erbe. Das ist natürlich ein Witz, weil wenn wir über kulturelles Erbe sprechen, sprechen wir auch über Sachen, die wir gerne haben, die uns die nützen, um eine Weitergabe an Wissen. Wenn dieses Wissen verbunden ist mit rassistischen Gedanken, fragen wir uns, was hat in sich dieses Österreich-kulturelles Erbe? Genau. Ich würde gerne noch aus dieser Publikation einen kleinen Text lesen, damit Sie wissen, wie diese Texte funktionieren. Das Naturhistorische Museum wurde gemeinsam mit dem Kunsthistorischen Museum im Jahr 1889 eröffnet. Die Objekte der verschiedenen Sammlungen, die sich im Museum befinden, wurden im Zuge mehrerer Expeditionen nach Österreich gebracht. Das zeigt das große Interesse der europäischen Länder an Kulturen auf anderen Kontinenten. Wenn wir die unterschiedliche Darstellung der Skulpturen an der Fassade betrachten, fällt uns etwas auf, was wir heute als problematisch empfinden. Menschen und Objekte aus anderen Kulturen wurden für das Museum begehrt, aber ihr Wissen und ihre Lebensformen gleichzeitig als minderwertig erachtet. Anschließend, und das hat Tanja auch gezeigt als ein Beispiel, das Markus Umofuma-Denkmal. Markus Umofuma war ein nigerianischer Asylwerber, der bei seiner Abschiebung durch die Fremdenpolizei im Jahr 1999 ums Leben gekommen ist. Ein ungenehmigtes Denkmal für ihn wurde im Jahr 2003 vor der Wiener Stadtoper aufgestellt. Einige Monate später fand das Markus Umofuma Stein, so der jetzige Name des Denkmals, seinen Platz vor dem Museumsquartier, dort, wo sich auch der Platz der Menschenrechte befindet. An den wichtigen Demonstrationen, zum Beispiel gegen die Gewalt an Frauen, im Jahr 2010 und 2013 oder für Black Lives Matter im Jahr 2020 stattfanden. Anzumerken ist, dass die Initiative für ein Denkmal im Rahmen von Demonstrationen und Protesten der sich antirassistisch engagierende Community entstand und somit wurde nicht nur ein Zeichen gegen Rassismus und polizeilicher Gewalt gesetzt, sondern auch für die Sichtbarmachung widerständiger Kämpfen, mit denen sich das Kollektiv Decolonizing in Vienna verbunden fühlt. Jetzt komme ich zurück zu einem Namen, der im Jahr 2017 entstanden ist. Der Spaziergang als kollektive Methode des Verlernens. Erstens, was bedeutet, in dieser Stadt herumzugehen? Was bedeutet, sich mit dem eigenen Körper dieser Stadt zu begegnen? Zweitens, was bedeutet es, wenn wir das im Kollektiv machen?
Zweitens, was passiert dann, wenn wir im Spaziergehen als Kollektiv etwas verlernen? Was passiert, wenn wir beginnen, eine Geschichte zu dekonstruieren, indem wir mit unseren eigenen Erinnerungen konfrontiert sind und am Ende dieses Spaziergänges eine andere Geschichte entstehen lassen? Einige der Fragen, die wir während des Spaziergangs an den Teilnehmerinnen stellen, und jetzt rede ich von unserer jetzigen Praxis aus dem Jahr 2020, nachdem nicht nur zwei Personen diese Idee des Spaziergängen tragen, nämlich ich und mein Kollege Peter Hasselmeier, sondern dass wir das auch in einem transdisziplinären Kollektiv machen, sind diese Fragen entstanden. Also die erste Frage, die wir an den Teilnehmerinnen der Spaziergängen immer stellen, ist, wie verbinde ich Tradition mit Rassismus? Anhand von vielen traditionellen Firmen in Österreich. Beginnen wir von Julius Meindl oder das M-Bier. Die zweite Frage, die wir immer wieder stellen, ist, welche Spuren hat denn der Kolonialismus in mir hinterlassen, die ich gerne hinterfragen würde? Und mit Hinterfragen versuchen wir, einen Verlernenprozess anzustoßen. Viele, ich glaube, die Frage oder diese Gedanke habe ich hier heute schon mal gehört. Und ich glaube, das warst du, Friedemann, den du gesagt hast. Viele von uns tragen Geschichten mit sich, wo wir nicht wissen, wie rassistisch sie sind. Deswegen stellen wir immer diese Frage, was würde ich oder was habe ich aus dem Kolonialismus vererbt, die ich mit mir trage und die ich gerne hinterfragen würde. Eine Frage, die wir nicht nur an unseren meistens weißen Teilnehmenden der Spaziergänge stellen, sondern auch an viele Menschen, die in der Diaspora leben, ist, was ein Wissen hat Kolonialität in meine Community ausradiert? Und wie kann ich einen Beitrag dagegen leisten? Und ob mir das im Kollektiv gelingt? Kolonialität wird hier verstanden als eine große Macht, die vieles beispielsweise an Wissen aus den verschiedenen Kulturen ausradiert hat, weil Modernität wichtiger war, weil nicht nur Modernität, sondern auch die Erziehung von Menschen wichtiger war als das, was sie früher oder vorher konnten, als die Kolonialität oder der Kolonialismus begonnen hat. Wichtiges an Wissen auszuradieren. Hier sehen wir ein Bild, das auch dank der Einladung von Ursula dieses Jahr entstanden ist. Das ist mein Kollege Peter Hasselmeier, der den Spaziergang im 13. Bezirk macht und dieser trägt den Namen Hitzing Colonial oder Hitzing Kolonial. Peter Hasselmeier beschäftigt sich vor allem mit hegemonialen Geschichten, vor allem mit den Geschichten von weißen Männern und wie diese sich mit der Botanik verbinden. Genau. Da bin ich auch im Bild und das ist ein Beispiel aus unseren Stadtspaziergängen im 1. Bezirk. Wir verwenden oft Beispiele oder Bildzitate von eigenen Projekten, aber auch Projekte von anderen Künstlerinnen, die versuchen, den öffentlichen Raum zu intervenieren. Zum Beispiel sehen wir hier in diesem Bild ganz klein, noch interner Kolonialismus. Diese
dieses neue Logo oder ein mögliches Logo für die Firma Julius Meindl verbindet der interne Kolonialismus mit einer anderen Geschichte, die in unserer Praxis auch sehr wichtig ist, nämlich der internalisierte Kolonialismus, also in us, der Kolonialismus, der in uns lebt. Und da bin ich auch wieder auf Ursula dankbar, weil sie hat mich nicht nur eingeladen, sondern sie kam mit der Idee, sich mit dem Int-Anna-Hof sich auseinanderzusetzen. Der Int-Anna-Hof befindet sich im 12. Bezirk und ist für viele Wiener und Wienerinnen ein Bau aus dem Gemeindebau, aus dem historischen Gemeindebau, aus dem viele es für das, was die Gemeindebauten tragen, stolz macht. Allerdings, dieser Gemeindebau ist dekoriert mit solchen rassistischen Mustern, die wir hier sehen, und wir versucht haben, diese in eine bildnerische Form auszuradieren. Aus diesem Stadtspaziergang sind auch, oder wir versuchen eben aus jedem Spaziergang pädagogische Materialien zu entwickeln, und die Zines scheinen uns als ein sehr einfaches und wichtiges Instrument. So wie wir es hier sehen, die Teilnehmerinnen von unseren Stadtspaziergängen können sich andere Zukünfte überlegen, wie diese Figuren, die wir hier im Gemeindebau sehen, oder was diese Figuren uns erzählen könnten aus diesem ausradierten Wissen. Wir haben, unsere Praxis, es ist nicht nur die künstlerische Praxis und die aktivistische und interventionistische Praxis in Form von Stadtspaziergänge, sondern wir sind weiterhin tätig an verschiedenen Universitäten. Eine ist die Universität, wo ich unterrichte, das ist die Akademie der Bildenden Künste, am Institut für Künstlerisches Lehramt, sondern auch an der Universität Wien. Und an der Universität Wien bitten wir diesen Forschungsseminar, Dekoloniale Stadterkundungen als Methoden und Vermittlungspraxis, Methoden in Bewegung im Machtraum Wien. Wir möchten unseren Wissen in dieser Form auch weiter teilen und dann die Studierenden diese Methoden auch weiterreichen. Hier sehen wir zwei verschiedene Stadtspaziergänge. Der eine beschäftigt sich mit der Geschichte queerer Menschen in Wien und setzt sich mit dem Kunsthistorischen Museum auseinander und mit der nicht queere Politik des Museums. Der andere, und das freut mich, heute wurde der Zentralfriedhof erwähnt. Die andere Gruppe, die nennt sich Zentralfriedhof Decolonial, hat sich mit dem Zentralfriedhof auseinandergesetzt und auch anhand von QR-Codes die problematischen Grabmälern hinterfragt. Jetzt bin ich gleich zu Ende. Die Gedanken, die bei uns aufgetaucht sind und ganz wichtig waren, sind nämlich die Arbeit mit der Community. Und die Frage ist, mit welcher Community wollen wir arbeiten? Einerseits besteht unsere Gruppe aus Teil migrierter Menschen, Teil Menschen aus Österreich. Welche ist die Community, die wir erstens ansprechen wollen, zweitens, die wir erreichen wollen, drittens, die wir gemeinsam einen Verlernenprozess starten wollen? Kolonialität zu verlernen ist keine Aufgabe einzelner Individuen oder gar die der betroffenen Diaspora. Also inwiefern und inwieweit sind Diaspora oder Minorities dafür verantwortlich, für die eigene Diaspora und für die eigene Minderheit
Gedenksarbeit zu leisten? Oder ist das eine Aufgabe der Politik? Privilegien zu hinterfragen und solidarisch zu agieren. Das ist eine Frage oder ein Gedanken, den ich immer gerne an den Teilnehmerinnen von unseren Spaziergängen weitergebe. Verantwortung übernehmen, als Verbündete zu agieren und möglichst solidarisch zu sein. Sich zu vernetzen und um eine stärkere Stimme zu gewinnen. Nicht umsonst haben wir uns kollektivisiert oder kollektiviert, weil einzelne Stimmen erreichen schwer was. Und andere Möglichkeiten der Vermittlung, der Wissensvermittlung zu erproben. Und genau, das versuchen wir in der Lehre mit den Stadtspaziergängen, aber auch sehr oft an Workshops und Ausstellungen. Und wer von uns noch was wissen möchte oder immer wieder aktualisiert werden möchte, das sind die Orte, wo Sie uns finden können. Dankeschön. Danke, Carla Bobadilla. Es ist jetzt ein ganz anderer Zugang gewesen und ich möchte hier den Raum öffnen für Fragen und Antworten. Gibt es Fragen an die Carla? Es geht um immateriellen Umgang mit immaterieller Erinnerungskultur, Erinnerungspolitiken. Ergänzen Sie. Ich bin der Meinung, dass das kein Umgang mit immaterieller Erinnerung ist. Sie ist ja materiell vorhanden. Also es gibt Tafeln, es gibt Figuren. Und auch, weil du es vorher doch in Bezug auf meine Arbeit gesagt hast, das stimmt schon. Es wirkt temporär, was wir machen. Also wir stehen an einem Ort, sprechen, besetzen diese Orte mit neuen Bedeutungen, reden anders darüber als normalerweise. Aber es manifestiert sich auch dieses Verlernen oder dieses Neubesetzen dann wieder in Objekte. Es gibt zahlreiche Gedenktafeln, die aufgrund der Frauenspaziergänge entstanden sind. Es gibt temporäre Interventionen im öffentlichen Raum, wie Iris Andraschek in der Stiftgasse, auf Basis von Frauengeschichtsforschung oder eben dekolonialer Forschung. Und ich denke, das kann auch eine Weiterentwicklung des Kollektivs von Carla sein, dass sich das, was Sie kritisieren und aufdecken, dann wieder in einer anderen Form materialisiert. Also auch das ist ja auch Designs oder Scenes sind ja schon ein neues, handfestes Material und gar nicht immateriell. Danke für die Ergänzung. Meine Tochter hat ja einen Stadtspaziergang konzipiert zu den Plätzen der Roma in Wien. Und nicht nur, dass man Dinge erfährt, die man vorher überhaupt nicht gewusst hat oder nie vermutet hätte, eine Gedenkstätte im Stephansdom zum Beispiel, in der Barbara-Kapelle, wissen die wenigsten Wiener, dass es dort Erde aus Mauthausen und Asche aus Auschwitz gibt. Es sind ja dann auch die Multiplikatoren, die entstehen, bei den Frauenspaziergängen genauso wie bei den Roma-Stadtspaziergängen. Und dass man Dinge hinterfragt und dass man Dinge einfach einmal anders anschaut. Weil wenn ich mir jetzt die Maria Theresia hernehme und jetzt nur, wie gesagt, auf meine Geschichte zurückgehe, vieles Gutes, Schule und so weiter, ja, aber Versklavung, Ohren abschneiden, den Roma die Kinder wegnehmen, das lernt man nicht in der Schule. Man lernt so vieles nicht in der Schule und vieles, was ich heute weiß, habe ich in der Schule nie gehört. Das habe ich alles erst als Erwachsene gelernt. Und auch beim Lueger, ja, mag er gewisse Dinge als Bürgermeister bewirkt haben, aber trotzdem dieser Antisemitismus, der damals gewirkt hat, der Leute wie Hitler beeinflusst hat und dieser Antisemitismus und dieser Rassismus, der bis heute weiter wirkt. Ja, wenn ich beruflich mit Menschen zu tun habe, die
Enkel und Urenkel von Geflüchteten sind, dann ist das alles präsent. Das ist nicht irgendwann gewesen und da zieht man nicht einen Schlussstrich, weil das sind lebende Menschen, die erzählen, was sie noch gehört haben. Und dieses Augenöffnen und Bewusstsein schaffen, was alles gewesen ist, neben dem, was in den Schulbüchern stand und teilweise heute noch steht. Das ist so wahnsinnig wichtig und ich glaube, das wird oft total unterschätzt. Ich wollte dich fragen, Carla, und zwar im Zusammenhang zum Beispiel auch mit der Black Lives Matter-Debatte, habe ich persönlich so das Gefühl, ist das alles noch mehr, also dieses Thema struktureller Rassismus, Kolonialismus, ist viel mehr in den Blick der Öffentlichkeit, also der größeren Öffentlichkeit gekommen, einfach weil es so sichtbar geworden ist mit den großen Protesten und so, die waren. Hat sich das auf eure Arbeit ausgewirkt? Also mit den Stadtspaziergängen merkt ihr einerseits vielleicht mehr Interesse oder mehr Anfragen? Genau. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube, das hat viele Menschen sensibilisiert. Also die Menschen wollen, also jetzt sage ich das so ganz brutal, aber sie wollen also nicht gerade die Privilegien hinterfragen, sondern sie wollen sich damit auseinandersetzen. Und diese Antwort bekomme ich immer wieder oder ich mindestens die Teilnehmerinnen von unseren Stadtspaziergängen, die sind meistens weiße Österreicherinnen und sie kommen nicht, weil sie sich etwas Gutes antun wollen, sondern sie kommen, weil sie auf irgendeine Form sich verantwortlich dafür auch machen wollen. Das einerseits, es ist schon eine Sensibilisierung seit der Black Lives Matter Bewegung, aber ich habe das Gefühl, dass es schon seit 2012 ungefähr und durch die Auseinandersetzung, die dekoloniale Denkers angestoßen haben, gibt es in Europa eine sehr kritische Auseinandersetzung. Also ich habe das Gefühl, dass jetzt seit dem Jahr 2012 sich Sachen verändern und bewegen. Und ich bin gerade froh, dass es jetzt so ist. Also ich wohne in Wien seit 2002 und die ersten 10 Jahre in Wien, also bis 2012, waren ganz, ganz schwierige Jahre. Also einerseits rassistische Erlebnisse unkommentiert, weil eben individuelle Schicksale sind, die jetzt auch nicht so sind. Einerseits ist Wien noch eine offene Stadt geworden. Zweitens, die Menschen sind sensibilisierter geworden. Und die reagieren ja auch ganz anders. Wenn einen rassistischen Anfall oder Angriff in der U-Bahn oder im Bus oder im öffentlichen Raum ist, also ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren, da hat sich niemand eingemischt. Niemand. Und deswegen bin ich dir, Tim, auch dankbar, weil ich denke, dass es in Bristol auch deswegen so einen Ausmaß genommen hat, weil die Menschen jetzt sich beteiligen wollen. Also und jetzt nicht nur die jungen Menschen, sondern auch junge Erwachsene und ältere Menschen sich eben diese Verantwortung übernehmen wollen. Also mindestens habe ich diese Hoffnung und dieses Gefühl, ja. Ich soll nochmal sagen, weil ich bin, also Barbara Neuroth, 4. Bezirk, Grüne. Wenn wir jetzt analog gehen zu dem, wie diese Befragung in Bristol gelaufen ist, was ist so ungefähr die Altersstruktur von den Menschen, die sich bei dir beteiligen, dann müsste das natürlich alle irgendwie unter 40 sein, grob gesprochen. Oder, und dann gibt es vielleicht hyperpolitisierte
Ältere, genau, 60 plus, solange sie noch mobil sind und mit euch mitspazieren können. Also sozusagen, was wäre die Altersstruktur, das hätte mich interessiert. Danke. Das ist eine sehr, sehr interessante Frage und wir agieren ja auch aktiv, dass die Beteiligten nicht nur die Gruppen sind, die uns aus bestimmten Gründen buchen, so wie die Universitäten buchen uns sehr oft, auch NGOs buchen uns auch sehr oft. Das heißt, das sind einerseits gebildete Menschen, zweitens, die sind politisch richtige Menschen. Ja? Was wir aber auch versuchen, ist, dass diese Wissen nicht in dieser Blase bleibt, sondern dass das Wissen auch woanders hinkommt. Und deswegen versuchen wir viel Arbeit an Schulen zu leisten, viel Arbeit auch an der Peripherie der Stadt zu leisten. Und ja, von der Altersgruppe würde ich sagen, ja, also ich glaube, Sie haben das richtig geschätzt. Sie sind unter 40, viele, die aus der Kunstszene oder Kunstwelt kommen oder aktivistische Welt kommen. Und die plus 60, das ist interessant, weil ich habe das Gefühl, das sind viele Menschen, die durch die zapatistische Bewegungen 1994 auch sensibilisiert worden sind. Auch, genau, ja. Ja. Und Frauen wie Männer sind großteils dabei. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, es interessieren sich nur Männer oder nur Frauen. Also da ist, ist alles immer gemischt, jung, alt und ja. Dankeschön. Gibt es noch Fragen jetzt? Ja? Ich habe ja relativ früh angefangen aus diesem sehr konservativen Format der Stadtspaziergänge. Das war ja eigentlich ein Job älterer Damen, die durch die Stadt geführt haben nach ihrer Pensionierung. Damen und Herren, muss ich dazu sagen. Und das ist ein sehr bürgerlicher und konservatives Konzept, also wir bildungsbürgerlich. Wir gehen durch die Stadt und geben euch unser bildungsbürgerliches Wissen weiter. Und wir haben in den letzten Jahren dieses bildungsbürgerliche Format umgedeutet in ein Format der politischen Bildung und des Antirassismus. Und ich freue mich wahnsinnig, dass aus dem kurzen Austausch, den auch Carla und ich gehabt haben, dann so großartige Dinge werden und die ganz anders arbeiten, als ich beispielsweise arbeite und andere Dinge an andere Personen ansprechen. Und wenn ich jetzt höre, es gibt Roma-Spaziergänge, ich weiß, dass es noch viele andere gibt. Es gibt Gedenkspaziergänge, die junge Leute entwickeln, weil ich auch da die Jungen geschult habe in Workshops und Seminaren. Was mein Wunsch ist, und das ist die Anregung, diese vielen spazierengehenden, politisch Bildung Betreibenden in einer Veranstaltung einmal einzuladen und auszutauschen. Was ist der Unterschied? Wie legen wir unsere Touren an? Wie greifen wir Themen auf? Welche Themen lassen wir liegen? Wie sprechen wir? Wen sprechen wir an? Ich würde so einen Austausch so vieler verschiedener Spaziergangsformate, die sich politisiert haben, wahnsinnig spannend finden. Und in Ergänzung, meine Spaziergänge haben die Männer noch nicht entdeckt. Männer glauben, dass Frauengeschichte für sie nicht von Bedeutung ist. Wenn Männer dabei sind, dann sind sie von den Frauen mitgenommen worden. Aber es gibt kaum Männer, die von selber kommen und sagen, ich möchte wissen, welche Geschichte haben die 51% unserer Landes- und Weltbevölkerung. Also danke für die Anregung, Petra. So, ich denke schon darüber nach, über so ein Format. Möchtest du noch einen Abschluss sagen? Weil sonst würde ich alle noch eine kurze Pause machen und dann noch ein Zusammenkommen. Ja? Oder wollt? Ja. Ich denke, so ist gut. Genau. Ja. Okay, dann kriegt ihr noch eine Atempause, 5 Minuten, 10 Minuten und dann lade ich nochmal alle ein, dass wir kurz hier gegenseitig aufeinander reagieren können. Danke.